Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen heute bei der Quarry weiter. Letztes Mal habt ihr den Prolog gespielt, das Video ist bereits hochgeladen. Heute geht's weiter, wir spielen die erste Episode nach dem Prolog. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, beim Zuschauen, mir beim Spielen, ja. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier müssen wir hin. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Das weiß ich nicht. Ich habe dich erwartet. Echt? Erwartet, ja. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Na, schauen wir mal. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Ja, ja. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja. Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Aha. Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Okay. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Ja, ich würde erstmal eigentlich so jetzt ins Spiel reingehen wollen und gucken, was passiert. Ich würde vielleicht später nochmal auf das Angebot zurückkommen, aber momentan. Danke. Nein, schade. Doch ich muss deine Entscheidung hinnehmen. Denn ja, genau das ist der Punkt, nicht? So sieht's aus. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das sagen sie alle. Okay. Tja, das war jetzt doch sehr aufschlussreich. Kapitel 1. Hackett's Quarry für immer. So nach Sommercamp an. So wie Crystal Lake. Erinnert mich sehr an Crystal Lake. Es sind schon so einige Horroranspielungen dabei. Hi! Bis dann! Ich und so. Sommercamp. Wir sehen uns jetzt! Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer! Okay. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Ah.
Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Energie. Weltordnung. Weltordnung. Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Das kann schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Ich denke mal, wir werden sowieso alle sterben. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Okay, wir können uns bewegen. Mit der Maus schauen wir uns um. Hat so einen relativ coolen Filter und es ruckelt etwas bei euch, sehe ich gerade. Bei mir ist es relativ flüssig, es gibt sich vielleicht dann später. Okay. Jake, Gepäck, vorwärts! Ich wollte das gerade holen. Da ist nichts mehr drin. Okay, es scheint nicht das Gepäck zu sein, was ich holen soll. Wir schauen uns mal überall erstmal um und dann, was bist denn du für einer? In der Lokalzeitung der Nordkill-Gesetz stand... Hey, was hörst du da? Interessant. Als ob der was hört da drunter, ist ja logisch, oder? Okay, der gehört schon mal nicht zum Gepäck. Kann ich mich schneller bewegen? Ja. Ah, fuck! Ach, fick dich, du Spinnenvieh! Nee, machen wir nicht. Ja, hau bloß ab, Mann. Wir töten hier keine Tiere. Jedenfalls nicht wissenswert. Mal gucken, ob da wieder eine ist. Nein. Oh, hey. Das ist Emmas. Mhm. Weg gewählt. Wieso habe ich jetzt einen Weg gewählt? Ich habe einen Ring angezogen. Ja, Jacob, das Gepäck. Geht Treppe. Jacob, Gepäck. Caitlin bekommt ihr Leben zurück. Okay. Ja, stimmt. Wir hätten noch hochgekommen. Kann ich hier noch was machen eigentlich? Da ist doch was, sehe ich gerade. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja. Bin ich in Stimmung. Stärker zu werden oder umgebracht zu werden? Auch bevor wir hierhin gehen. So ein Scheiß. Nein. Okay, gut. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht... Dylan, hey! Sorry, Bro. Cool, danke. Wir kommen jetzt halt woanders noch ins Haus, oder?
Wir müssen uns eigentlich erstmal umschauen. Da kann ich nichts tun. Und da ist auch nichts. Nope. Aber da war eine Treppe. Dass ich das Schild lesen, da unten lag was. Drücke Q zum Anfassen. Ich wollte eigentlich. Okay, falsch, nein. Nee, da lag nichts. Doch gar nicht mehr weg. Ist ja wie aus dem Bilderbuch. Okay. Da kann ich nicht rein. Sag doch, irgendwo ist ein Eingang. Ich kann mich also auch nicht mehr komplett umschauen. Horror. Ich hasse ja. Horror. Ach, du bist mittendrin, Junge. Okay, das ist mit der Steuerung jetzt ein bisschen anders wild. Oh Gott, das erinnert mich momentan so richtig an, also die Steuerung ist wirklich anders wild. Da hätte ich mir gern so ein bisschen mehr Rundumsicht gewünscht. Aber da kann ich auch nichts machen. Wir müssen hier durch die Tür. Okay, also nur in engen Räumen ist das so nervig. Gut. Da liegt nichts. Die Briefe kann ich nicht nehmen. Okay. Ich müsste mal ganz kurz was gucken. Okay, ich habe auf jeden Fall schon mal gemerkt, dass es in der Aufnahme wirklich relativ ruckelt. Ich würde jetzt eventuell mal von etwas heller auch machen und würde mal die Grafikdetails ein bisschen zurücknehmen. Vielleicht liegt das daran. Ich habe keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Okay. Das sieht jedenfalls erstmal physischer aus. Okay, dann können wir erstmal weitermachen. Ich gucke gerade mal an meinem Aufnahmeschirm. Das sieht auf jeden Fall schon mal flüssiger aus, wie es vorher war. Okay, dann schauen wir uns erstmal nochmal in Ruhe um. Denn. Okay, da schwebt ein Löffel in der Luft. Ja, der schwebt in der Luft. Okay, gut. Ich finde wieder die Fehler im Spiel. Da unten liegt auch irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, wir schauen uns erstmal in Ruhe um. Da kamen wir raus. Oder? Ja, da kamen wir raus.
Da hinten saß jemand. Wo geht's da hin? Das heißt, hier ist der Eingang. Das heißt, hier kommen wir wieder raus. Das möchte ich jetzt nicht. Küche. Als wäre doch immer angezeigt, wo ich was machen kann. Mann, was für eine Todesfalle. Macht er dasselbe nochmal? Ja. Okay, das ist also nur ein Lagerraum. Gut, die Steuerung ist definitiv noch nicht ausgereift. Wo lag die denn jetzt? Nebenmäßigkeit, das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen, Mäßigkeit, du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Boah, ham und nicht ham. Kann ich diesen Nudelgreifer mitnehmen? Nein. Okay. Das Gepäck. Okay. Das ist das, was wir nachher brauchen. Aber da war doch jetzt noch irgendwas. Der Typ, der da vorhin saß. Ah. Bisschen renovierungsbedürftig. Ah. Scheiße. Ach Gott, das ist ein altes Haus. Mein Gott. Da liegt doch irgendwas. Okay, kann ich mir natürlich nicht anschauen. Da unten liegt was auf dem Boden, so eine komische Plakette. Es könnte aber auch zum Teppich gehören. Okay, es wird wahrscheinlich zum Teppich gehören. Ach, da sitzt er. Kann man da noch irgendwie was machen? Bevor wir das Gepäck nehmen, würde ich gern wirklich alles auskundschaften und mir anschauen. Bist du, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Nein, mach auf. Es ist wichtig. Ach, nö. Hätten die da mal nicht... Oh Gott, ist das dunkel. Ich muss dazu sagen, mich blendet noch das Licht von der Front so ein bisschen. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung?
Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh! Wow, wir. Öde! Biester, also wir. Wir sind die Biester. Okay, gut, dann holen wir das Gepäck schnell. Und bringen es halt raus. Achtung. Mann, wo warst du so lang? Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Was? Ich weiß von nichts. Keine Ahnung. Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Sexy? Passt. Ah, sexy, ja. Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Geht nie gut. Jacob. Sogar mit dem Blick, hm? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Ja. Wer weiß. Okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du... Vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Oh, check. Okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, Gott. Weißt du? Also, dass dieses Verzögernde macht wirklich momentan OBS bei mir. Ich habe es noch nicht abgedatet. Es kam ja jetzt ein Update auf die Version 28. Ich habe so einiges darüber gehört, aber das könnte damit zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Es tut mir furchtbar leid, wenn das ab und zu mal so... Also von der Kamera her funktioniert das. Von meiner Webcam. Aber der Spielhintergrund, der hängt ab und zu mal ein bisschen. Das zappelt so. Also nehmt mir das nicht übel, wenn das ist. Irgendwie werde ich das hinkriegen. Vielleicht stimmen irgendwie die Frames nicht oder ich habe zu viel im Hintergrund offen, kann auch sein. Ja, ich habe ja noch ein Spiel offen im Hintergrund. Wir werden das schaffen, so ganz einfach. Ja. Guck, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest, du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh, klar. Wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Ich werd mal ganz kurz, Moment. Okay, also,
rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus. Unter der kleinen Kappe, wo die Zündkappen hinführen. Entschuldigung, geht weiter. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Spritze vorkommen oder Verteiler klauen? Ich würde den Verteiler nehmen, bin ich ganz ehrlich. Weil ohne den können sie überhaupt nicht fahren. Die Spritzefuhr ist ruckzuck wieder hingesteckt. Wir wollen ja wirklich hier bleiben. Ich weiß zwar, dass das eine scheiß Idee ist. Jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hey. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh. Nick. Boom. Oh. Wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Oh, echt. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Ja. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick. Du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Okay. Und... Es ruckt doch ab und zu mal bei mir. Oh, the camp hidden. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich... Wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Oh. Das ist ja jetzt ganz doof, irgendwie so. Soll ich auf diese illegale Schiene raus einbrechen? Ja, es ist ja unser Gepäck. Also es ist kein Diebstahl in dem Sinne.
Aber es ist immer noch ein Einbruch. Wir sind brav und artig. Soll das ein Scherz sein? Das nennt man übrigens Einbrechen. Nein, das nennt man Bergung unseres rechtmäßigen Besitzes. Warum gehen wir nicht zu Mr. Hackett und bitten ihn aufzuschließen? Abby, komm schon, unser Zeug liegt gleich dahinter. Sorry, nein. Wir gehen jetzt zurück zur Lodge, suchen Mr. Hackett und holen mit ihm das Gepäck. Schön. Ja. Emma. Okay, gut, gut. Schön, ich sehe nur kurz nach, ob wir nichts vergessen haben. Tu, was du willst. Okay. Okay, wir können auf jeden Fall schneller gehen. Da können wir auf jeden Fall was machen. Hey, lass das sein. Lass doch den Vogel in Ruhe. Was war das denn jetzt? Wir suchen natürlich wieder alles komplett ab. Cooles Versteck da hinten, ne? Um mal rumzumachen. Was? Ich weiß, dass ich da rein kann. Möchte ich jetzt aber erstmal. Wie gesagt, ich würde mich gerne erstmal umschauen überall. Okay. Das ist unsere. Ich weiß nicht, ob das dieses Haupthaus ist, wo der Inhaber drin ist. Kein Plan. Aber bevor wir. Hier abhauen. Schaue ich mich um. Gut, das sind die einzelnen Räume. Kann ich da? Das hört sich schon gut an, wenn die auch Vollstil läuft. Also die Geräuschkulisse ist schon enorm. Raum Nummer 2, Raum 3, also das sind die einzelnen Gebäude, Unterkünfte. Ah, ich wusste, da ist irgendwas. Okay. Da müssen wir Sandra hin. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Neidisch? Es könnte hier irgendwo eine Karte sein. So eine Tarotkarte. Die würde ich schon gern alle mitnehmen. Ich glaube, ich habe am Anfang schon einiges verpasst. Kann ich da was machen? Nein. Nein. Boah, cool. Ein Swimmingpool. Da würde ich gerne reinspringen. Kann ich ja nicht hoch. Okay, das sind nur die einzelnen Hütten, ne? Genau. Dann. Was ist da? Baum. Ich wusste, dass da noch was ist.
Beweismaterial. Okay. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Seht ihr? Deshalb ist es wichtig, sich überall umzuschauen. Okay. Kampf können wir nicht, Luft enthalten auch nicht. Haben wir noch was? In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Okay. Und jetzt gucken wir den nochmal an. Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Okay, gut. Das waren die Tutorials, die wir inzwischen gefunden haben. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Eine Piole, die unangenehm riecht. Ja. Was ist das? Ich hab dir doch eben gesagt, die riecht unangenehm. Du musst halt für deine Nase rinhalten. Das haben wir ja? Ja, das haben wir. Haben wir da noch irgendwie was um den Baum rundherum? Ein Schild. Das kann ich nicht auswählen. Jetzt. Wegweiser. Okay. Wegweiser, Kapitel 1, Campitten. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf schreckliche Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Okay, ich sehe schon, ich habe einiges nicht gefunden. Das ist nicht gut. Das hatten wir. Dann gehen wir mal zu der komischen Hütte da. Könnte sich trotz Interstellar bewegen. Es wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen.
Moment. Okay. Da ist keiner. Oder doch irgendwas. Jetzt müssen wir mal kurz bei unserer Hütte schauen. Da kann ich auch gar nichts machen. Irgendwie ein Hintereingang. Natürlich nicht, da ist eine Wand. Okay, gut. Wir wollten wegfahren. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist jetzt. Wir haben ja gar nichts dabei. Da waren wir auch überall. Okay, gut. Halt. Hier war das, ne? Ne. Wo? Ah, okay, hier rum. Und ja, wie das weitergeht, wohin wir fahren, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.